long time forgotten. My dreams, they just fell by the way. And a good life, he promised, ain't what she's living today. How's your turn? But she never complains about the bad times and bad things he's done, Lord. She just talks about the good time they've had and all the good times to come. Everybody. She's a good-hearted woman in love with a good time in Maine. She loves him in spite of his ways that she don't understand. The teardrops and laughter, they pass through this world hand in hand. Oh yeah. A good-hearted woman loving a good time in Maine. Ooh, yeah! Besten Dank für diese wunderbare Einlage. Herzlich willkommen bei Hübner Truckstop. Ich freue mich, dass ihr da seid. Dass ich mal mit euch, ja moin, richtig genau. Da merkt man gleich wieder, wo sie herkommen. Ja? Das werden wir gleich mal heute wieder eruieren, wie das zustande kommt. Dass so richtige Cowboys moin moin sahen. Okay, aber dass ich mal jeweils mit euch singen würde und auch das Pferd hier noch mache, das hätte ich ja niemals mehr. Hitfahrer, du hast auch schon mal mitgesungen, ne? Ja, aber da war ich etwas vorsichtiger. Nur hier ging das gerade so ganz leicht. Wir haben das nicht geprobt. Es ging ganz, ganz leicht über die Lippen. Tja, schön, dass ihr endlich da seid. Wenn man euch einlädt, muss man ja dafür sorgen, dass man 6 Betten hat, 6 Einzelzimmer. Also das muss sich heute lohnen. Ihr müsst euch jetzt anstrengen. Wir haben viel Geld in euch investiert. Ja, ja, schauen Sie mal hier, meine Damen und Herren. Ja? Eine Altherrenmannschaft von einem langgedienten Fußballverein. Würden jetzt vielleicht so manche sagen. Ich sage es ja nur deswegen, weil sie auf der Reservebank sitzen. Und ich bin gespannt, wie diese Sendung denn verlaufen wird. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Ich werde mir auf jeden Fall den Nuschel jetzt gleich mal rauskrallen. Wir gehen rüber in die gemütliche Ecke. Bleib ruhig sitzen. Ja, wir wollen ein Video sehen. Wir wollen erstmal ein Video sehen, wie es angefangen hat. Und danach holst du dir deine Jungs immer dazu, wenn das richtige Stichwort gegeben ist. Okay? Also, meine Damen und Herren, Sie wissen natürlich, wir haben gefragt, welches Lied ist für Sie so das Erkennungszeichen von Truckstop? Und da waren Sie nicht alle einig. Da gibt es dieses Take It Easy und dann gibt es aber auch noch das hier. Es ist schon weit nach Mitternacht, mein Tag ist längst vorbei. Mir fallen gleich die Augen zu. Verdammte Fahrerei, der NDR bringt Tanzmusik, ich krieg nichts anderes rein. Das geht so durch bis 6 Uhr früh, ich glaube, ich schlaf gleich ein. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Brine, richtig schönen Country Song. Keine Spur, ich seh die blauen Schilder kaum und an die Fahrbahn nur. Drum nehm ich mir mein Funkgerät, Kanal 410. An alle hier spricht Gunter G., ich hab da ein Problem. Ich möcht so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Richtig schönen Country-Song, doch der Fan ist weit. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Richtig schönen Country-Song, doch der Fan ist weit. Am nächsten Rasthof an und leg ne Pause ein. Ich schlaf am Tisch, ein Kellner kommt und fragt, was soll's denn sein? Ich schau ihn an und weiß genau, der Mann.
Mann wird's nicht verstehen. Ich möchte weder Milchkaffee, noch will ich schwarzen Tee. Ich möchte nur Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Richtig schönen Country-Song, doch RFN ist weit. Ich möchte nur Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Richtig schönen Country-Song, doch RFN ist weit. Das sind die Anfänge von Drugstop. Und der da gesungen hat, der Rainer, was macht der heute? Ja, der hat eine gut gehende Zahnarztpraxis in Maschen. Und das ist, wie gesagt, jetzt ungefähr 22, 23 Jahre her. Da wurde er halt Zahnarzt und dann ging es nicht mehr. Da hat er die Zeit nicht mehr gehabt, musste Wochenenddienste machen und sowas. Und aber wir sind sehr zufrieden mit unserem Knut, auch den wir seitdem haben. Ja, natürlich, klar. Aber mit dem Rainer habt ihr dann noch mal gesprochen? Ich meine, der hat wenigstens was Anständiges dann gemacht in diesem Leben. Ja, naja, Gott, es stinkt ihm schon, dass er keine Musik mehr machen kann. Ja, nicht? Das ja, ist genau. Es natürlich. Weil haben wir alle, da leben wir ja auch mit. Es ist ja nicht so, dass wir nur davon Geld verdienen, sondern das macht auch Spaß. Ne? Ihr habt damals davon geträumt, dass es eben Geld einbringt, dass man davon leben kann. Mal Hand aufs Herz, wer hat richtig dran geglaubt, dass das funktionieren würde? Also ich eigentlich immer, muss ich sagen. Auch wenn die Anfangszeit noch ziemlich hart war. Ich habe noch studiert in Hamburg und bin mit Cisco auf den Bau gegangen, um ein bisschen Geld zu verdienen. So war hart, weil wenn man nachts bis 3 Uhr spielt und dann morgens um 7 wieder auf dem Bau sein muss, dann ist es schon ganz schön anstrengend. Aber ich habe eigentlich immer daran geglaubt, dass es so viel werden würde, wie es dann, wir bauen das mit dem Deutschen sein. Das war natürlich schön, aber dass es zum Leben reichen wird, habe ich immer geglaubt, ja. Wenn du Bau sagst, ich weiß nicht, welche anderen Berufe ihr alle erlernt habt, ich kenne euch ja alle nur als Musiker, aber da spiegelt schon was wider, dass es was ganz Bodenständiges ist, ja. Dass ihr aus einer, sage ich jetzt mal, einfachen Schicht kommt alle, oder wie ist es? Das ist ganz unterschiedlich, also die Schichten, aus denen wir kommen, aber wir haben uns alle an dieses Bodenständige gewöhnt und uns da eingerichtet, weil das so ein glaubhafter Lebenswandel ist. Also man muss nicht nach oben buckeln, nach unten treten, sondern man kann seine eigene Meinung immer vertreten. Ne? Und es ist ja Musik, die auch von unten kommt eigentlich, die das Bodenständige immer in sich hat, schon in sich trägt, wie wir das kennen. Hier ist irgendwo eine Fliege gesehen. Kaum ist Truckstop bei mir hier irgendwie im Studio, kommen die Fliegen rein. Ich weiß auch nicht. Okay, also wenn ihr ab und zu mal durchschwört, ist schon okay. Da haben wir es auch schon wieder. Da haben wir es. Ja? Ja, genau. Lagerfeuerromantik, ich spreche es immer gerne an, wenn Country-Stars bei mir sind. Ich habe auch mit Linda Feller und Tom Astor drüber gesprochen. Lasso schwingend und so. Und die haben ja immer gesagt, also Moment, ist schlimm. Wenn wir in eine Fernsehsendung reinkommen, wollen ein Liedchen singen, dann sagt sofort der Regisseur, jetzt brauche ich einen Strohballen. Ja, logisch. Und bei euch? Ja, das ging bis vor 1-2 Jahren auch immer so. Da haben wir mal gesagt, dass das eigentlich nicht unbedingt nötig ist, weil man sieht es ja auch so, wo es zugehört. Die Musik aus dem hört man es und dem Instrumentarium. Und da muss nicht jedes Mal noch ein Sattel und ein Heuballen und sowas hingestellt werden. Aber jetzt ist es ja andersrum, denn die sagen, es muss ja nicht immer nur in diese eine Ecke reingetrieben werden. Also Linda und Tom haben das gesagt. Die gehen es auch ein bisschen edel an. Linda ist auch ein fesches Mädel. Aber ihr, ihr habt jetzt nun wirklich all die Dinge, die man sich von so einem richtigen Marlboro Man ja eigentlich erwartet. Ja, ja, auch noch. Jeder so 1-2 Revolver zu Hause. Aber das ist so, als wenn sich, weiß der Geil, Udo Jürgens für seinen Auftritt abends sein Smoking anzieht, denken wir, ganz viele von unserem Publikum, die kommen auch in diesem Outfit. Also die ziehen sich richtig dafür an. Manche kommen zwar mit dem Cowboyhut in der Plastiktüte und den packen sie dann erst aus, wenn sie dann drin sind und so. Und wieder ein, wenn sie rausgehen. Und dann wieder ein, wenn sie wieder rausgehen. Aber das ist halt so ein Outfit und ich denke, das ist schön für die Leute. Was mögen die Menschen daran? Das Verkleiden, das hineinschlupfen? Ja, es ist was anderes. Und dieses sich als Cowboy geben, das drückt das Bodenständige aus. Draußen sein wollen, das nicht Krawatte tragen, kommt eins zum anderen. Das ist eine Image-Geschichte. Image? Ja. Was heißt das denn, Image? Ja, Image heißt, dass wir den Leuten das vermitteln, dass sie uns das abnehmen, dass wir so sind. Also auch die Glaubwürdigkeit dann rüberkommt. Ja gut, damit verleiht er denen ja eben auch diesen Wunsch, Freiheit, Abenteuer, wie es ja so immer so schön in der Werbung geschrieben wird. Ja, ja. Trotzdem, man sagt ganz gerne, das sind so richtig deutsche Cowboys. Also die auch noch von der Water kann dann kommen und Moin Moin sagen dann. man hätte immer erwartet, ja, das sind jetzt total amerikanisierte Typen, aber irgendwie...
Nein, nein, also das mit Moin Moin, also ich habe es mir so erklären lassen, man, bis 12 Uhr sagt man Moin und ab 12 Uhr Mittag sagt man Moin Moin. Ah, ja. Ob das nun tatsächlich so stimmt, weiß ich nicht. Aber siehst ja, wir leben auch alle in einigermaßen ländlichen Ecken jetzt. Ich bin der Einzige, der noch in Hamburg ist, aber ich wohne auch in einer Gegend und habe ein 105 Jahre altes Haus und so, also wo auch viel Grün ist und so. Cisco hat einen richtigen kleinen Hof da und auch früher noch zwei Pferde gehabt mit einem Auslauf und so. Und also es ist schon so, dass wir dieses Leben lieben, das wir führen. Ja, ja, ihr kommt ja auch nicht mehr raus aus der ganzen Sache. Das regelt sich dann biologisch irgendwann. Na gut, auf jeden Fall seit vielen Jahren drin. Jetzt wird demnächst auch noch Jubiläum gefeiert, das 30-Jährige. Da ist zwar noch ein bisschen hin, aber wenn man den Terminkalender von den Jungs sieht, ständig unterwegs, also von 365 Tagen fast 200, seid ihr auf jeden Fall unterwegs. Ja. Jetzt kommt ihr extra aus der Schweiz. Da war mal wieder ein großes Festival. Das ist ein schönes. Sind wir letztes, seit 13 Jahren sind wir da schon. Ja. Und das ist ein Riesending. Wird auf so einem Flugplatz oben auf dem Berg ein Zelt gebaut mit 5.000, 6.000 Leuten, die da reinpassen. Und das ist auch immer rappelvoll bis hinten hin. Und die Stimmung ist zum Bersten. Also es macht richtig Spaß. Flugplatz. Gutes Flugplatz. Stichwort. Du fliegst ja auch. Ja, jetzt nicht mehr, aber ich bin geflogen, ja. Aber wir haben zwei, drei Bilder bekommen, wo du noch so in der Blüte standst, des Piloten, oder wie soll das heißen? Ah ja, etwas jünger sieht er da schon aus. Und das ist, damit kann man aber nicht eine ganze Mannschaft durch die Lande gurken, ja, oder? Ja, du musst ja so anfangen. Du fängst an, mit einer Zweisitzigen zu lernen, dann steigst du auf diese viersitzige Cessna. Und dann müsste man auf ein schwereres Flugzeug dann sich noch einweisen lassen, möglichst zweimotorig. Aber die Jungs haben irgendwie von Anfang an schon immer gleich Kreise in den Teppich gelaufen, wenn ich von gesprochen habe. Und deswegen habe ich das dann nicht weiter getrieben. Ja gut, also wer hier wem vertraut, das wird auch sicherlich, wir sehen da gerade nochmal, der ist er oben auf, wird getankt, klar. Also sogar meine Frau ist mit mir bis hoch nach Dänemark geflogen und zurück. Das will was heißen. Und das will was heißen. Okay. Und da war sie auch schon schwanger. Also ich meine, wenn die mir schon traut. Ja, Teddy hat es gesehen, wie ich da eingelandet bin, oben, ganz oben, da mit Dänemark, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, da wo die Wellen so zusammenschlagen, weil Nord- und Ostsee sich da treffen. Und wieder zurück und dann war ich zu spät und hat meine erste Nachtlandung gemacht, ohne dass ich das durfte eigentlich. Mhm. Aber es hat alles hingehauen im Endeffekt. Die Mutfrage werden wir sicherlich stellen, oder die stelle ich am besten gleich. Wenn ich das so sehe, wie die Jungs da hinten feixen, dann muss man doch machen. Also stell mal vor, du darfst jetzt einen auswählen von deinen. Ja. Jungs, mit wem würdest du gerne einen Fallschirmsprung machen oder mit wem würdest du das wagen? Ich glaube, höchstens allein oder mit dem Lehrer, aber mit keinem von den Jungs. Keinen von denen? Nee, hatte ich Angst um meine Klamotten. Also gut, Probe 1 schon mal nicht bestanden, Jungs. Ihr bleibt auf der Reservebank. Kein Problem, take it easy, altes Haus. Wechselspiel nachher dann. Strahlend blauer Himmel, durch mein Fenster scheint die Sonne wie noch nie. Halb verschlafen lieg ich noch im Bett, zieh mir die Decke übers Knie. Dieser kommt mit seiner weichen Schnauze an und möchte Gassi gehen. Doch es gibt nichts Schlimmeres, als morgens aufzustehen. Take it easy, altes Haus, mach dir nichts aus und schlaf dich jetzt mal richtig aus. Bleib zu Haus. Morgenstund hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus. Wer morgens länger schläft, hält's abends länger aus. Fang deinen Tag doch später an, dann bleibst du länger dran. Brötchen mit Kaffee und bei Musik die Zeitung lesen, das wär schön. Und bei diesem Wetter könnte ich hinterher vielleicht mal baden gehen. Dann mit Judy treffen, doch von alledem wird nichts geschehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als morgens aufzustehen. Take it easy, altes Haus, mach dir nichts aus und schlaf dich erstmal richtig aus. Bleib zu Haus. Morgenstund hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus.
ins Haus. Wer morgens länger schläft, hält's abends länger aus. Fang deinen Tag doch später an, dann bleibst du länger dran. Take it easy, altes Haus, mach dir nichts aus und schlaf dich erstmal richtig aus. Bleib zu Haus. Morgenstund hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus. Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hält's abends länger aus. Fang deinen Tag doch später an, dann bleibst du länger dran. Tja, damit haben wir's ja, die Morgenstunde. Kommst du gut aus den Federn? Schlecht. Also nicht vor 21:30, dann bin ich zu gebrauchen. Aber alles, was vorher ist, das lässt mich leiden. Liegt es in der Natur oder jetzt an dem Trott, es kommt so zusammen, dass man natürlich durch dieses pausenlose Nachts ja auch unterwegs sein. Mhm. Ich denke, stellt sich der Körper irgendwann auch so ein bisschen drauf ein. Also ich wollte noch nie früh gerne aufstehen, aber früher hat es mir nichts ausgemacht. Aber wenn ich heute, also ich gehe meist um 2 ins Bett und dann habe ich, denke ich, das Recht, bis 21:30 zu pennen und dann ist alles gut. Das Recht seid ihr gegönnt. Danke. Nachts mit den Jungs unterwegs zu sein, kann ja feuchtfröhlich werden. Dann mal die Frage, mit wem würdest du denn, nein, nicht mit wem würdest du teilen, wem würdest du deine Hausbar anvertrauen? Such dir einen da hinten aus. Jetzt wird's aber ganz. Jetzt muss ich aber entscheiden. Teddy, komm her, komm. Das ist der Mann, den Sie gerade mit längeren Haaren gesehen haben. Ich hätte dich eigentlich dabei mit bei Instaburg und Co. vermutet. Ja. Die langen Floten dann. Ja, warum dem? Das ist ein vertrauenswürdiger Kerl. Gestern hat er gesagt, dass er im Moment nichts verträgt und dann ist er der richtige Mann dafür. Wie? Ja. Ich habe mir mal selber auferlegt, einfach mal ohne Alkohol, ob das überhaupt geht. Also man merkt es ja gar nicht. Gestern hat er so Bier getrunken. Ja, gestern. Ich habe jetzt 3 Wochen rum. Ja, und woher kommt diese tiefe Stimme denn so? Ja, jeder denkt natürlich Wein, ja. Weib und Gesang. Nein, ja. Ist aber nicht. Und zwar kommt das vom Trommeln, komischerweise. Ich bin ja der Trommler der Kapelle. Und zwar, ganz merkwürdig, das habe ich auch selbst festgestellt, ich habe auch einen Ton gemacht im Studio und beim Abmischen, wenn du die Overheads, das sind die Mikrofone über dem Schlagzeug, hochgezeugt, irgendeiner sappelt da immer dazwischen. Das war ich selber, das habe ich gar nicht gemerkt. Mit geschlossenem Mund singe ich mit, was ich trommel, also eine Mischung aus dem, was ich trommel und dem Lied. Aha. Und da merkt man auch, wenn so ein Phil kommt, die Angst ist sowas vom Elfmeter, jetzt so und so kommt dann, dass also die Stimmbänder verknotet sind. Und ich war auch mal beim Arzt, ich so, kann ich wegmachen, aber in 3 Wochen ist es wieder da, also lasse ich das. Und das hat noch einen schönen Nebeneffekt. Auf der Bühne habe ich so ein Lied, Wandering Star, das geht noch tiefer als das Original, das geht aber nur mit diesen kaputten Stimmbändern. Ja, aber da hat er gelitten, wobei da die Karriere hat man natürlich dann nicht so, auf die schaut man dann mit einem gewissen anderen Respekt zurück oder so, weiß es ja nicht genau. Ja, ihr seid jetzt, wie gesagt, 30 Jahre zusammen. Nicht ganz. Ne? Nicht ganz, ist noch nicht ganz geschafft. Wie viel Wechsel gab es eigentlich bei euch so in der Truppe? Wir haben den Rainer vor uns gesehen, aber ansonsten waren noch ja, am Anfang 4 Gesichter schon von Anfang an. 5 gewesen, wir waren auch mal 7. Ja. Aber so richtig entscheidender Wechsel war vor jetzt, ich glaube, 25 Jahren, 24 Jahren war Uwe, da haben wir ihn als festen Bassmann reingenommen, vorher hat Cisco noch Bass gespielt. Und dann ging halt Rainer und dann für Rainer kam Knut an das Stiel und seitdem ist Ruhe. Und seit wann ist die Idee, die Vorliebe, seitdem ist Ruhe, wegen dem Lachen da hinten. Und seit wann habt ihr euch denn entschieden, eigentlich dann auf Deutsch das Ganze zu machen? Habt ihr auch Englisch angefangen, wie so fast jede Country-Band, die Erfolg haben möchte? Ja, wir fingen ja hobbymäßig an, so, wir wollen jetzt Country-Musik machen. Gut, dann hat man erstmal nachgespielt, Cash und Waylon Jennings und so weiter, dann kamen eigene Lieder in Englisch. Und das war, ja, 73. Und dann haben wir 4 LPs gemacht in Englisch. Die wurden immer besser qualitativ, aber die Verkäufe immer schlechter. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir noch einen Versuch. Wir machen das mal in Deutsch. Das war damals so die Zeit, hat auch Udo Lindenberg angefangen mit. Und das war so der Trend, da gab es Deutschrockgruppen und alles mögliche. Und Countrymusik in Deutsch, lass mal versuchen. Wenn das nicht klappt, hören wir auf. Also so weit waren wir. Und dass das dann aber so abging, da hat man auch nicht mit gerechnet. Ja, waren ja nicht alles Country-Fans, die diese Platten gekauft haben. Ihr müsst doch einen anderen Nerv getroffen haben. Ja, erstmal war es neu. Das war dieses Zauberwort neu. Gab es noch nie. Und dadurch, dass es deutsch war, haben natürlich auch viele Schlagerfans irgendwie das einfach adaptiert. Und das war eigentlich der Erfolg.
Ja, die Optik hat es natürlich auch noch nicht gegeben. Zu der, jedenfalls so, dass plötzlich in allen Fernsehsendungen plötzlich so eine wilde Truppe auftritt mit Cowboyhüten auf und sowas. Das war auch völlig neu für die Leute. Ne? Ich weiß noch, du hast mir gerade mal darauf hingewiesen, mit dem Lied, das wir gerade gehört haben, wäre der auch beinahe in den Hinterbeiner Deutschland vertreten. Ja, also Chingis Khan war gerade noch ein bisschen vor euch, aber ja, die haben besser tanzen als wir. Das, ja, ist, eben, das ist das Einzige gewesen. Denn. Aber ich komme nochmal auf die Klamotten zurück. Ich meine, wir werden ja alle noch die Franzen da von da hinten vorholen nachher. Und vor allem auch der Cisco hat super Schmuck, Originalschmuck auch, der gerne gezeigt wird an. Das ist wirklich authentisch, haben wir gesagt, was ihr da lebt. Ihr geht auch nach Amerika, holt euch das Zeug oder geht man in Souvenirläden in Deutschland dann oder was macht man? Es gibt auch so Läden in Deutschland, so Spezialgeschäfte, die gerade so Schmuck haben und spezialisiert sind auf amerikanisches Zeug. Aber wenn wir drüben sind, so ab und zu mal, dann gucken wir uns dann natürlich auch um und kleiden uns dann nochmal wieder neu ein oder so. Ne? Ich komme nochmal auf den Punkt zurück, den ich vorhin angeschnitten hatte. Das sind deutsche Cowboys. Kann man so sagen. Ja. Wie viel steckt Amerika in euch drin? Oder wollt ihr das gar nicht? Habt ihr es geschafft, ihr? Erstaunlicherweise, viele denken ja immer, man muss erklären, warum man Deutsch singt. Ihr seid so selbstverständlich und geht raus, singt in Deutsch und diese Musikrichtung. Also ich glaube, nach den ganzen Jahren haben wir, glaube ich, so einen eigenen Stil entwickelt, ohne es vielleicht selbst zu merken. Also wenn man jetzt sich diese New Country Music anhört in den USA, das ist schon wieder eine ganz andere Schiene. Also wir sind ja noch ausgegangen von Cash und so, von dieser Abteilung und haben uns für uns in unsere Richtung entwickelt. Und USA, das ist ja schon diese Crossovers, das ist Pop und Rock zum Teil. Also das ist eine ganz andere Schiene geworden. Und wir sind für uns selbst authentisch, sag ich mal. So ist es eben geworden nach den ganzen Jahren. Ja, zumal wir das ja auch schon öfters hier angeschnitten haben. Die Country Music in Amerika ist die Volksmusik. Da gibt es auch die großen Galas. Da haben die alle Smoking an. Da sehen die fantastisch aus. Das ist eine völlig andere Selbstverständlichkeit. Hat man euch schon beim Smoking erlebt? Fast. Also wir waren mal bei der goldenen Stimmgabe. Hat Dieter gesagt, ihr müsst da was Gescheites anziehen? Ja, das nicht immer ein bisschen festlich. Und da gibt es natürlich auch in der Kostümliste eines Cowboys gibt es natürlich auch Sakkos und so weiter. Also es ist nicht immer nur die Jeans und die Gummistiefel. Aber was Schönes war ein Regisseur, der kam tatsächlich mal, das hörten wir so aus der Ecke, wie wir schon uns aufgebaut hatten. Hier sagt er zu seiner Sinn, aber die Jungs, die müssen ihre Jeans noch bügeln lassen. Also, da haben wir das mal lautstark Protest gemacht. Der wollte uns auf Bügelfalten andrehen. Was ist eigentlich das Heiligtum eines Cowboys? Sind es die Stiefel, ist es der Gürtel, ist es das Amulett, ist es der Hut? Die alte Gitarre nehme ich mal. Ja. Okay, welchen von denen da, von den Jungs, die da hinten noch sitzen, wem würdest du denn, Lusches, deine Stiefel anvertrauen? Meine Stiefel? will keiner haben. Ich glaube, Cisco, weil der kann die am besten fliegen. Okay, Cisco, komm mal rum. Komm nach vorne, komm. Jetzt darfst du dich ganz salopp hier an die Seite setzen. Ja, hier, meine Damen und Herren, das ist jetzt bitteschön. Bleib mal kurz stehen, wir wollen mal das Ganze hier, das Gesamtkunstwerk betrachten. Bitte eine geile Pose. Ja, da achtet man auf die, wie nennt man das jetzt eigentlich, was man drüber trägt? Das sind jetzt Chaps? Ja, sagt man Chaps dazu, genau. Das ist ein Schutz gegen Stacheldraht und Kaktusdorn, wie sie in Maschen ja überall zu sehen sind. In der Nordheide ist mit Kakteenland. Also kurzum, damit das alles hier nicht zerstört wird, zerfetzt Reiten, wird oder wehtut, beim Reiten hat man die Chaps. Und dein Gürtel, den haben wir gerade so ein bisschen gesehen, zeig dir doch mal ganz kurz bitte, auch wenn du sitzt. Der ist wunderbar, der ist so schön, ja. Zieht den Bauch ein. Ja. Jetzt, was ist das genau? Die große Platte ist Sterling Silber und obendrauf sind dann Bärenklauen, Türkise und Blutkoralle. Blutkoralle, wo hast du das? Den habe ich aus Scottsdale. Das ist nördlich von Phoenix in Arizona. Okay. Ja, das war mal als Radkapper an einem Cadillac. Sehr schön. Jetzt fällt mir auf, dass du vor allem, also ich meine, ihr habt ja alle eure Accessoires, aber du legst auf diesen ganz besonders wertvollen, originalen Schmuck sehr viel Wert, fällt immer auf. Liegt es nur daran, weil du als Frontman neben Lucius da stehst oder ist es die wahre Vorliebe? Mochte ich schon früher. Ja? Eigentlich schon. Ist ja nicht billig. Na, drüben billiger als hier, sagen wir es mal so. Okay. Und ist es denn jetzt so ein bisschen auch verkleiden? Wir haben davon gesprochen, dass die Fans den Hut mitbringen und dann wieder zurücklegen. Oder ist es schon man selbst? Ich meine, manche Fans sind keine bekennenden Cowboys. Aber ich schon, denke ich mal. Was heißt denn jetzt bekennender Cowboy? Naja, ich meine, die sich dann schämen, draußen jetzt einen Hut zu tragen beispielsweise. Mhm. Und wenn man sich aber dazu bekennt, dann
Das trägt man auch sonst. Also wenn ich dich an Tankstelle sehe oder beim Aldi, dann hast du das Ding an? Denke ich, ja. Ja, was heißt denke ich? Hast du es oder hast du es? Ja, okay. Ja. Das ist doch auch ein Erkennungszeichen inzwischen. Mhm. Wie reagieren die Menschen draußen? Nur zu Anfang ein bisschen komisch, aber mittlerweile wissen sie, der hat da eh einen Knall, aber macht doch nichts. Ja, das wird dann so hingenommen. Ja. Du bist ja dazu gekommen zur Truppe? Etwas später dann, ne, oder? Ach so. Nein, ja? Nein, wie weit? Eigentlich nicht. Nee, auch gleich von Anfang an mit dabei gewesen? Ja, ja, warum warst du denn nicht gleich Sänger denn vorne? Ja, dann das Loch ja an dem Single-Ausfall. Das heißt? Na, das heißt, ich meine, wenn wir jetzt ein neues Album machen oder eine neue Single rauskriegen, also wir teilen uns die meisten Titel, ja, ne? Ja. So, und dann, wenn das los auf seinen Titel fällt, macht er hin. Und wenn ich mal was abbricht, dann mache ich das. Ja. Ich habe ja auch ein paar Schöne Titel. Freunde findest du tief unten zum Beispiel, das hat er gesungen. Ja. Ja. Na, ich wollte auch etwas anderes hinaus und ich glaube, wir dürfen auch offen und ehrlich reden, denn du hast ja auch die Musik irgendwie als ein bisschen als Therapie für dich entdeckt, oder? Absolut, ja. Denn es gibt ja viele Menschen draußen, die ein bisschen mit dem Sprechen Schwierigkeiten haben. Du hast auch gestottert. Mhm. Und das war das die Musik oder war das das Leben als Cowboy, das dir dann so geholfen hat? Wahrscheinlich beides, alles. Ja. Klar. Hast du damals, als es noch Probleme, richtig Probleme gab, deine Identifikation gesucht, oder? Das weiß ich gar nicht zu beantworten, jetzt die Frage. Aber dann weiß gefunden, als Cowboy, als jemand, der vielleicht auch ein bisschen mal aus sich heraus kann und nichts verstecken muss? Oder wie kam denn das, dass es dann plötzlich funktioniert, dann, dass man singen kann auch? Na, ich glaube, das Ganze fing wohl auch so an, dass ich dieses... also ich stand früher schon auf Cowboy-Filme, ganz klar. Ja. Ne, wie gesagt, und ich habe mir gedacht, irgendwann möchtest du auch mal sowas machen. Ja. Ein Pferd haben, reiten, Spaß haben, draußen sein. Und die Musik mochte ich schon immer. Was warst du für ein Junge? Eher zurückhaltender? Weißt du das noch? Meine Mutter hat andere Geschichten erzählt. Nein, ich finde das klasse, weil es haben mir einige Fans auch erzählt, er war schon sehr zurückhaltend. Mhm. Ja? Und hat mit der Musik, mit so wie er ist und wie er auch geblieben ist, über die ganze Zeit hinweg, eben halt auch sich selbst therapiert. Das finde ich klasse. Und das ist doch ein tolles Beispiel für viele Menschen, die mit der Musik dann vielleicht sich selber heilen. Ja, klar. Bringt man dafür Opfer, andere Opfer? Ja. Du bist noch zu haben, sprechen wir es doch an. Ja. Schon wieder das leidige Thema. Naja, man zahlt ja auch einen hohen Preis dafür. Ne? Ja, das Showleben zehrt an ein und so weiter. Na gut, aber beim Plattenteller, vielleicht haben Sie es ja vor einigen Wochen gesehen, meine Damen und Herren. Wir haben ihn angeboten in der Single-Show von 9 Live. Ich habe nie nachgefragt, ob sich wirklich jemand gemeldet hat. Aber warte auch nicht drauf. Aber er nimmt nicht jede, nur wer will. Eben, das ist ja das Problem, ganz genau. Dann aber gleich. Sehr gut. Okay, also, schön, dass ihr da seid. Jetzt wollen wir mal nochmal die Rechnung aufmachen. Wen gibt es denn noch so in der Country-Szene? Es gibt Linda, die haben wir. Die anerkennen wir als Frau. Dann, wen haben wir noch? Den Tom. Wie sieht's aus mit Johnny Hill? Was macht Johnny? Der ist in die Schweiz abgerückt und macht wieder Seemannslieder. Macht wieder Seemannslieder, also ist eine andere Richtung. Das ist eine andere Richtung. Und wen nehmen wir dann noch, wenn wir sagen Drugstop, Tom Astor? Kante Lady Dagmar gibt es dann noch. Ja. Western Union, okay. Larry. Das sind die deutsch singen. Richtig? Das sind die deutsch singen, ja. Und dann gibt es dann noch so einen ganz verrückten... Gunther. Ja. Genau, einen ganz, den wollte ich hinaus. Ja, ja, ja. Und der hat gesungen Drugstop, Tom Astor und ich. Ja, ja. Wir tragen Boots wie Cowboys, sie in Texas tragen. Haben Stetson, Jeans und fahren Ami-Wagen. Wir singen auf der Bühne und geben echtes Pfund. Über Freiheit, Liebe, Tränen und schreien uns die Kehle wund. Wir stehen nicht auf Disco, Dance und Techno und den Stuss. Wovon wir singen, wissen wir und das ist unser Plus. Wir kennen kein Tabu und wir sind nicht zimperlich. Drugstop, Tom Astor und ich. Drugstop, Tom Astor und ich. Und ich hör die Wölfe heulen und die Kritiker, die schreien. Doch die Country-Leute-Karawane zieht daran vorbei. Oh, wir leben unser Leben in Regen, Sturm und Wind. Und manchmal sind die Tage so gebaut, wie Träume sind. Oh, goodbye, California, goodbye, Idaho. Wir machen unsere eigene deutsche Country-Music-Show. Cowboys in Ost und West, vereint euch brüderlich. So wie Truckstop, Tom Astor und ich.
haben manche Kilometer abgestrampelt auf der Bahn. Wir singen, was wir denken und erzählen keinen Schmarrn. Wir sind die Pioniere mit dem Cowboy Music Kick. Truckstop, Thomas Dohr und ich. Yeah. Truckstop, Thomas Dohr und ich. Deutsche Country Music Show. Cowboys in Ost und West vereint euch brüderlich. Wie Truckstop, Thomas Dohr und ich. So wie Truckstop, Thomas Dohr und ich. Yeah, 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 yeah. Ja, ist also jetzt nicht das Schiff von Gunter Gabriel, das sich mal ausgeliehen hat. Ja, eben. Ja. Richtig schönes, gell? Ja, war der da mal? Habt ihr mal besucht? Du warst mal da, ne? Bei Gunter auf dem Schiff? Ja. Ja. Was ist das eigentlich für einen Typ? Steht er euch nahe? Also ich meine, wir wissen, was er für ein Typ ist. Ziemlich dreister, draufgängerischer, offener. Aber ist das so einer, mit dem man gut auskommt? Es wechselt, würde ich sagen. Es wechselt. Ja? Ja, also in letzter Zeit schon, weil, letzter Zeit ist er echt gut drauf. Ja, weil er trinkt schon ganz lange nichts mehr und seitdem hält er sich auch so ein bisschen an die Regeln. Interessieren eigentlich so die persönlichen Schicksale von Kollegen, die gleiche Musik machen? Ja, wenn es so Auffälligkeiten gibt, natürlich schon. Was heißt das denn jetzt? Also wenn es mal so nach unten geht, also fangen die Leute, wenn man so Sachen hört, dass er beim Polizeifest in der Alsterdorfer Halle seine Deutschlandgitarre zerprügelt, weil sie ihm da vor 3 Tagen den Führerschein abgenommen haben. Ja. Er ist aber engagiert, um da zu singen. Ist und pöbelt erstmal nur rum und dann haut er seine Gitarre in Klump. Dann sind das natürlich Dinge, die man sich schon merkt. Nicht? Und sich dann fragt, was hat er denn nun wieder? Ja. Aber wie gesagt, das ist seit einigen Jahren jetzt schon vorbei und man kann gut mit dem auskommen. Wieder, ja. Andersrum gesagt, haben Kollegen denn sich auch um euch gekümmert? Denn es gibt ja solche Zeiten, gibt solche Zeiten. Also so mit Unterstützung und sowas, das findet eigentlich kaum statt in der Szene. Man macht ab und zu mal 2, 3 Konzerte zusammen. Wir planen jetzt zum Beispiel mit Gunter so eine Tour. Und wir haben schon Weihnachtstournee gemacht, da waren dann auch Linda Feller zum Beispiel dabei. Mhm. Und Kaktus, diese Gut und Lange und Kaktus, das gibt es auch. Mhm. Und sowas findet ab und zu statt, aber deswegen... Oh. Jetzt hat er gleich die Fliege an seinem Glas. Da ist ich. Großwildjäger. Hm, aber naja, du hast es mit dieser. Ja? Aber ansonsten, und ja, die Linda Feller hat uns sogar schon mal Rouladen gekocht. Mm. Hat natürlich auch kleine Sendung draus gemacht. Also solche Sachen sind nett am Rande, aber ansonsten geht ja, jeder seine eigene Schiene. Ja, diese Solidarität, die ist jetzt gar nicht so groß in der Szene, oder? Daddy? Ja, man hat ja auch so. Ja, man trifft sich halt nur bei Auftritten. Also ja. Man freut sich aufeinander und sagt, Mensch, wie geht's euch auch mit den Bands und so weiter. Aber sonst geht doch jeder sein. Weg. Ja, vielleicht braucht ihr gar nicht die Solidarität mit anderen Eins-Interpreten oder anderen Gruppen, weil ihr müsst ja unter euch schon klarkommen. Ja, richtig. Ja, heutzutage ist das kein großes Problem mehr. Aber so in der Anfangszeit und auch in dieser Umstellungszeit von Englisch auf Deutsch, da wurde schon heftig diskutiert, nicht? Mhm. Ob das uns gut tut oder nicht. Aber es blieb uns im Endeffekt nichts anderes übrig. So war die Situation. Nicht? Man hängt so eng zusammen, man ist zusammen erwachsen, älter, reifer geworden. Mhm. Teilt man auch private Probleme mit? Ja, die bleiben ja nicht verborgen. Also jedenfalls Äußerlichkeiten, die bleiben natürlich dem Rest auch nicht verborgen. Und da wird dann auch mal drüber gesprochen. Aber im Grunde genommen muss schon jeder sein Päckchen selber tragen. Ne? Mhm. Gut, dann die Frage an dich. Da hinten sitzen noch 3 Jungs. Wer könnte sich in deiner Abwesenheit um deine Frau kümmern? Uwe. Uwe? Okay, komm. Uwe, jetzt sitzen die 2 Uwe hier gemeinsam auf der Bank. Setz dich. Warum er? Er ist glücklich verheiratet. Und insofern. Das ist das Einzige, was gefährlich wäre. Da geht keine Gefahr mehr aus. Ja, okay. Ja, was sagen denn eure Frauen eigentlich dazu? Nach dieses vagabunden Leben, die mussten sich ja dran gewöhnen, hatten keine andere Wahl. Es hat sich sehr gut eingespielt irgendwo, weil wir freuen uns, wenn wir auf Tour gehen, unterwegs sind. Und die Frauen sind froh, wenn wir nicht mehr so viel Unordnung machen zu Hause. Und
Ich denke, das ist irgendwie ganz gut. Das ist wie Urlaub manchmal für die Frauen, für uns auch. Und man ist länger unterwegs, kommt, freut sich. Wenn man aber ihr seid ja wie diejenigen, so wie die Bundeswehrsoldaten. Die bringen ihre Wäsche heim und die sind wieder weg dann so, oder? Ja, ab und zu lassen wir die auch mal im Hotel waschen, ne? Ja gut, und wie ist es denn so? Tut der Hintern weh, Lusches? Cisco, tut der Hintern weh, oder? Ich sitze hier auf dieser Stahlkante. Ich dachte, du bist Pferdereiten gewöhnt hier. Ich kann ja raus jetzt. Ja, das ist ja gut. Ja, okay, dann wechsel doch bitte schön. Hier, Kollegen unter sich. Komm, Opa, setz dich. Oh, lieben, Sie haben schon gehört, komm, Opa, setz dich. Ja, ja, wirklich? Ja? Ja? Aha. Hab ich auch noch gewusst. Naja, also Familie, ich denke mal, die hat schon einiges trotzdem erleiden müssen. Haben Sie denn die Frauen bei euch dann, sind die so wie im Fußballverein, dass die sich dann auch untereinander treffen, wenn ihr weg seid? Solidarisieren die sich dann so? Das war früher mal, so in den Anfangszeiten sind die Frauen häufiger mal mitgekommen, haben sich auch relativ gut verstanden, aber irgendwann im Laufe der Jahre, es ist ja immer das Gleiche für die und das bleibt irgendwann aus. Ne? Die bleiben dann lieber zu Hause und gucken sich die Sendung an, wo ihre Männer mitwirken. Ne? Ihr seid ja sowas wie ein Männerbund. Boygroup. Eine Boygroup. Die älteste Boygroup Deutschlands. Schon wenn man zusammenzählt, habt ihr mal zusammengezählt, wie da so zusammenkommen, die ganzen Jahresringe? Wie sind das denn so ungefähr? Ich tippe mal auf 300 Jahre ungefähr. 300 Jahre, okay. Ja, durch 6 ist jetzt schnell geteilt. Ist okay aber, gell? Und ihr müsst ja auch immer durch 6 teilen. Die Gagen, das Honorar. Tut ja auch weh, oder? Ja, manchmal schon, ja. Ja. Vor allem, wenn die Gage so schlecht ausgehandelt worden ist, oder? Wie hier. Wie hier, ja. Vielen Dank. Unser Chef sitzt da hinten. Ja, ich meine, das nimmt man doch gerade mal so mit hier. Ja, aber ich denke mal auch das ganze Equipment, das ihr habt. Ihr habt ja einen eigenen Truck. Ja, ja. Also wir haben einen eigenen Auflieger, der für uns auch Lager ist. Und wir haben eine gesponserte Zugmaschine von DAF. Und nur das Personal müssen wir natürlich bezahlen und diese Anlage erstmal kaufen. Wir haben 9 Tonnen Equipment, die müssen jedes Mal auf- und abgebaut werden. Dafür haben wir 4 feste Leute, die mit dem Bus fahren, haben einen Trucker, der immer schon früh genug da sein muss, damit der Einzel ausladen. Und der Veranstalter muss je nach Location 6 bis 12 kräftige, nicht betrunkene Helferlein stellen. Steht extra in der Bühnenanweisung, dass sie auch hinterher nicht betrunken zur Verfügung stehen. Weil gerade so auf den Festen auf dem Dorf, dann geht es dann, zwischendurch geht es zur Sache, dann sitzen die nur rum. Und hinterher sind sie dann nicht mehr so richtig einsatzfähig. Gut, jetzt wollen wir hinten dann noch, bevor die nervös werden, die zwei. Ja. Sind die das gewöhnt, also ein bisschen warten zu müssen? Das ist ganz unterschiedlich. Knut und der Erich, die haben alle was beide noch zu erzählen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu anderen. Zwei Herren, gestanden im Alter, aber wahnsinnig erfolgreich. Hier sind die Olsen Brothers. Every time I feel so lonely, walking through the night, more and more I long to hold you, long to hold you tight. Knowing I'm still in love with you, hoping you feel the same way too. Walk right back, I'm on my way. You say you leave me, I want a second chance. In my eyes there is no end, no end to our romance. Hoping that love will always win, and that you need my love again. Walk right back, I'm on my way. Right back.
whenever you call me. Walk right back, I'm on my way. Whenever you need me, I like to stay. Walk right back, you know I will. Whenever you call me, I love you still. Yeah, walk right back, I'm on my way. Whenever you need me, I like to stay. Ja, wer weiß, vielleicht schafft das ja auch noch mal irgendwann mal zum Grand Prix, ja, wenn die es gepackt habt. So. Tolle Stimmen, die beiden. Ja, wirklich grandios, die Jungs. Nächste Frage, zwei haben wir noch übrig. Schwer wahrscheinlich, sich zu entscheiden. Mit wem könntest du dir vorstellen, vielleicht noch gemeinsam auf der Rentnerbank dann wirklich alt zu werden und irgendein Hobby zu teilen? Ja, von der Fliegerei her würde Erich dazu passen, weil der macht, betreibt das schon längere Zeit, die Modellfliegerei. Erich, komm rüber. Okay, also Knut, nimm es jetzt nicht persönlich. Ja. Wir haben dabei ein gemeinsames Hobby, darüber reden wir noch. Ja, Modellfliegerei, aber das ist jetzt das... Selbstgebastelte, die kleinen Dinge dann, ja? Okay. Jetzt darfst du mal, jetzt stelle ich dir die Frage und du musst mir sagen, du darfst von den Jungs ja einen aussuchen. mit wem würdest du Probleme, die deine Kinder betreffen, besprechen von denen? Ja? Mit Teddy. Ja, und warum? Weil er sich auskennt und seine Kinder sind in etwa gleich alt. Mhm. Du scheinst sowieso eine Vertrauensperson hier zu sein, ha? Ich merke das gerade. Ja. Ich weiß mit Oma. Also, vielleicht kann man ja so ein bisschen gruppendynamische Prozesse hier heraufbeschwören. Die brauchen wir. Ja? Ja, die brauchen wir ab und zu auch. Ja, wie habt ihr das eigentlich geschafft, Erich? Ich meine jetzt die klassische Frage, über 30 Jahre lang auszukommen, da muss es auch für dich ein Patentrezept sein. Ist es eher, sich zurückzunehmen? Ja, man muss Geduld haben, man muss die anderen irgendwie akzeptieren, eine gewisse Achtung. Menschlichkeit und so weiter. Mhm. Ja, aber jeder flippt gerne aus. Jeder hat doch mal seinen Ausbrecher. Wir flippen gerne aus, aber nicht in deiner Sendung. Ja, wie sieht's dann? Oh man, wie sieht's denn dann aus? Was heißt denn Ausflippen bei euch? Was passiert dann? Heißt dann mal, ich will euch die ganzen Kerle nicht mehr sehen? Oder? Auch das kommt schon mal vor, dass sich der eine oder andere irgendwie mal zurückzieht. Mhm. Und das geht irgendwie 2, 3 Tage oder auch manchmal nur einen Tag und dann. Und dann läuft es auch wieder von alleine. Und wenn man merkt, das ist ein tiefgründigeres Problem, dann reden wir auch mal drüber. Dann setzt man sich mal hin und sagt, Mensch, was ist los? Und bis jetzt hat es also immer funktioniert, dass wir also alles wieder in den Griff gekriegt haben. Klar, das erwartet man letztendlich auch von den gestandenen Kerlen, die nun wirklich so vieles durchgemacht haben. War es eigentlich eine harte Zeit? Mitunter ja. Wann war es denn besonders hart? Als damals die ersten Fernsehsendungen anfingen, musste man sich daran gewöhnen. Mhm. Man war teilweise nervös und aufgeregt. Also zumindest ich gebe es zu. Und so war das. Man muss immer lernen. Mhm. Mit wem von den Jungs würdest du denn eine Geisterstadt, die belagert ist, von den Banditen befreien? Mit Knut. Komm, Knut. Das finde ich jetzt solidarisch. Das finde ich jetzt super. Nimm Platz. Da sind wir auch schon jetzt beim... Und warum eigentlich mit ihm? Weil er sich hier ins Gewicht... Ja. Weil Knut hat Mut. Knut hat Mut, ja. Ich habe fast das Gefühl, dass das abgesprochen war. Nee, das war überhaupt nicht. Man, da hinten sitzt keiner mehr. Ja, aber er ist so ein Feind für dich. Er hat jetzt Mitleid mit dir, ja, wahrscheinlich. Stimmt, ja. Wahrscheinlich ist das so dieses Beschützergefühl, ne? Das ist aber gut, wenn so zusammengehalten wird, jeder kennt die Schwächen und Stärken der anderen. Kann man gut damit umgehen, kann man gut einsetzen? Ja, also mittlerweile kennen wir uns wirklich alle schon so gut, dass man so ziemlich ganz genau weiß, wie jemand irgendwie auf irgendwas reagiert. Und dementsprechend kann man natürlich dann die Sachen gefühlstechnisch auspendeln. Ne? Ja, schön formuliert, ja genau. Wie machst du das denn dann? Ich versuche über die meisten Sachen irgendwie so gut und herzlich wie möglich zu lachen. Selten gibt es wirklich ernste Dinge bei uns. Und die werden, wie Uwe eben schon gesagt hat, dann kurz ausdiskutiert. Mhm. Mit einem Baseballschläger. Mit einem Baseballschläger notfalls oder mal mit Nase umdrehen. Nee, aber an die Wäsche gegangen sind wir uns eigentlich noch nie, ne? kann man wohl sagen. Nee, die Sachen müssen vom Tisch geredet werden, bis das Problem beseitigt ist. Und dann trinken wir wieder ein Bierchen zusammen. Okay, ja, das ist ein einfaches Rezept, aber es ist bewundernswert, dass es so gut funktioniert. Aber ein ernstes Ding gab es jetzt in letzter Zeit. Ich habe das bewundert, denn du bist auch fürs Internet zuständig. Ja. Bei den Jungs. Macht doch, ist viel Arbeit, oder wie? Ist viel Arbeit. Wie viele Seiten habt ihr denn inzwischen jetzt? Oh, ich glaube, jetzt liegen wir irgendwie so an die 90 Seiten oder so haben wir.
hat man ein bisschen was zu blättern. Was mir auffiel, als einer der ersten überhaupt in der Musikszene in Deutschland, habt ihr euch zu den Terroranschlägen in Amerika geäußert. Und ihr habt geschrieben, das fand ich sehr schön, unser Herz und unser Mitgefühl gilt sowohl den Opfern und Hinterbliebenen der unfassbaren und menschenverachtenden Terroranschläge vom 11. September 2001 in Amerika, als auch dem gesamten amerikanischen Volk. Mögen den Verantwortlichen und Drahtziehern dieser barbarischen Aktion gerechte Strafen zuteil werden, die Gruppe Drugstop. Und dann kommen eine Menge Kommentare, wobei dieses, ist ja schon drastisch, diesen barbarischen Aktionen gerechte Strafen zuteil werden. Was versteht man denn darunter? Was sind gerechte Strafen in solchen Fällen? Gerechte Bestrafung ist, dass die Täter und Drahtzieher dafür nach dem Gesetz entsprechend bestraft werden. In welchem Land auch immer. Hm. Und dann muss man nach der jeweiligen Rechtslage. In welchem Land auch immer, ja. Das ist die Frage. Wem fühlt ihr euch in diesem prekären Fall denn jetzt sehr zugetan? Den amerikanischen Gesetzgebung oder den deutschen? Ich denke mal, dass das schon passiert. Die Vereinigten Staaten sind angegriffen worden und ich fühle mich der amerikanischen Gesetzgebung dahingezogen, denn die sind letztendlich die Opfer und die haben sicherlich auch das Recht, darüber dann nach ihren Maßstäben und Gesetzen zu richten. Viele verstehen das, auch diese Solidarität, die aufgekommen ist, dieser Nationalstolz, der jetzt da entstanden ist. Ich denke mal, ihr werdet das besonders gut nachvollziehen können. Oder mute ich da euch jetzt zu viel zu, nur weil ich euch in eine amerikanische Ecke stecke? Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zu Amerika. Ich bin gar nicht so ein großer Amerika-Fan. Mhm. Denn gut, ich war erst einmal da, aber für 2 Wochen. Und ich habe da sowohl meine positiven Erfahrungen gemacht, als auch meine negativen. Und habe die amerikanische Freiheit ein wenig kennengelernt und bin zurückgekommen nach Deutschland und musste für mich selber sagen, ich freue mich, dass ich in Deutschland lebe. Denn ich bin in vielen Bereichen wesentlich freier als in Amerika. Mhm. Und es gibt allerdings natürlich auch wirklich tierisch geile Sachen, sag ich jetzt mal, die man da drüben erleben kann. Aber ich für meine Person bin froh, dass ich hier bin. Auf diesen Punkt wollte ich hinaus, denn man ist ja allzu sehr schnell verführt, dass man alles glorifiziert, was aus dem gelobten Lande kommt. Wir wagen jetzt einen sehr großen Sprung weg von den Terroranschlägen, aber du hast es gesagt, es gibt auch eine große Kritik bei euch. Manchen Dingen gegenüber. Ich kann mir in Deutschland zum Beispiel den Tisch selber aussuchen, an dem ich sitzen möchte im Restaurant. Ich muss nicht darauf achten, dass ich über irgendeine Linie nicht rüberschreite. Und zum Beispiel am Flughafen oder eben halt die Waffen-Alkoholgesetze in Amerika. Wir standen zum Beispiel in einer Stadt in Old Tucson mit 13 Leute waren wir und hatten so ein bisschen Fotoshooting gemacht. Es war glühend heiß. Und ja, wir wollten eigentlich nur ein paar Getränke holen, gingen 3 Mann an so einen kleinen Kiosk, 6 Meter weiter. Die anderen 10 Leute standen drüben. Und dann wollten wir irgendwie, weiß nicht, 8 Bier und ein paar Cola holen. Wir haben dieses Bier nicht bekommen. Es wurde gesagt, nein, ich darf Ihnen das nicht verkaufen. Ihnen ja, darf ich 3 Bier verkaufen, weil Sie 3 Leute sind. Aber die Herren da drüben müssen schon selber kommen. Da habe ich gefragt, warum? Ja, Sie könnten das ja an einen Minderjährigen weitergeben. Und da muss ich dann wiederum sagen, diesen Schwachsinn haben sie sich selber fabriziert durch ihre Waffengeschichten, dass sie so extrem aufpassen müssen. Da leidet natürlich je ein deutscher Cowboy, der gewohnt ist, dass des Nächtens man doch, wie war das, Wein, Weib und Gesang. Viel Gesang. Gesang. Hat die Freiheit dann auch seinen Preis. Ne? Gut, dann sind wir beim Feiern, aber tanzen könnt ihr auch so wie die richtigen Cowboy? Ja, wie ist es denn mit Square Dance? Ja. Bisschen Square Dance, okay, gut. Dann werden wir uns noch ein bisschen Square Dance reinziehen. Übrigens in einem ganz tollen Video, oder zumindest werden wir mal sehen, was draus geworden ist, nämlich der Mike Leckebusch, hast du gesagt, Teddy? Ja. Der hat das damals gemacht. Ich weiß nicht, Mike Leckebusch für die Zuschauer, der hat früher Beat Club und Musikladen aus Radio Bremen gemacht, hat sich dann verselbstständigt und hat sich dann auf die Erstellung von Musikvideos. Und das ist einer der frühen Vorreiter gewesen von Goldstar TV, denn der hat schon damals erkannt, wie toll Videos sein können. Hier ist es. Up and going to the left, all hands up and going to the left. When I tell you stay at home, stay at home. Square dance, darling, come with me, come with me, come with me. If you're drinking enough and test your beer, to best my square dance, darling. Wir beide tanzen durch die
durch die Nacht, wir beide tanzen durch die Nacht, du bist mein Square Dance, Darling. Square Dance, Darling, tanz mit mir, tanz mit mir, tanz mit mir. Home around to the right to the gentleman's home. Stay at home when you get at home. Jetzt geht's noch einmal richtig rund, richtig rund, richtig rund bis in die frühe Morgenstunde. Du bist mein Square Dance, Darling. Morgen wir uns wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen. Lass ich die Geige gleich hier stehen. Du bist mein Square Dance, Darling. Square Dance, Darling, tanz mit mir, tanz mit mir, tanz mit mir. Square Dance, Darling, tanz mit mir. Do, si, do, your partner. Und jetzt liegt er da, der Luschus. Und ich werde noch nichts mehr verändern, sonst versenke ich ja die Herrschaft noch so ein bisschen. Das Gesamtkunstwerk wird so bleiben. Der Hut sitzt. Wir machen nichts mehr. Nur noch ein bisschen das Licht verändern. 12 Fragen an dich. Nein. Keine Gegenfragen, sondern direkt in den Himmel gesprochen. Frage Nummer 1. Welches Tier möchtest du sein? Ein Bär. Was macht dir Angst? Verlust von lieben Menschen. Was bedeutet für dich Heimat? Mein Haus in Hamburg. Was siehst du, wenn du früh morgens in den Spiegel schaust? Ich kenne dich nicht, aber ich wasch dich. Was ist Gott für dich? Eine höhere Macht, die aber nichts mit dem Kirchengott zu tun hat. Gegen welches der 10 Gebote hast du schon einmal verstoßen? Ich habe sie nicht mehr alle im Kopf, aber gegen einige. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Ich werde keinen haben. Gegen was würdest du politisch auf die Barrikaden gehen? Alles, was rechts und rechts davon ist. Was war das letzte Geschenk für deinen Partner? Für meinen Partner? Partnerin. Partnerin, richtig. ein richtiges, wo ich lange nachgedacht habe, war eine kleine silberne Kamera mit einem kleinen Diamant drin. Wer darf dich nachts um 2:30 anrufen? Jeder. Wo macht Sex am meisten Spaß? Auf der Waschmaschine. Und wie alt wirst du einmal werden? Also, wenn ich mich so richtig einschätze, denke ich, dass es so mit 70 vorbei sein wird. Danke dir für deine Antworten. Also das mit der Waschmaschine muss ich mir noch mal überlegen. Okay, aber es rüttelt, wir sind da vom Pferde. So besser als im Bohnen. Okay, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Ich muss deine Jungs erst wieder reinholen, denn die stehen draußen und rauchen sich ein. Die müssen jetzt nämlich ran. Und die müssen auch mitbringen, noch eine Gitarre mindestens und eine Ukulele. Denn so heißt der neueste Titel von Drugstop. Mein Pony, mein Pony, unser bester Freund. Mein Pony, mein Pony, das mit uns durch die Lüneburger Heide streut. Mein Sattel, seit Stunden reit ich mir den Wolf. Lagerplatz, Schlafsack Zeit. Mein Hintern ist
ist breit. Eine Gitarre und eine Ukulele am kleinen Lagerfeuer. Und die Prärie, sie zeigt uns ihre Seele. Cowboy-Abenteuer, ein voller Mond und silbernhelle Sterne. Ein Schaf blökt aus der Ferne in der Lüneburger Heide. Zwei Ponys und wir beide. Mein Schlafsack, mein Schlafsack, schon ein wenig alt. Mich deucht, es wird wohl etwas kalt und außerdem noch feucht. Was nun? Was tun? Das Feuer geht aus. Hol Holz. Es gibt kein Holz. Also was soll's? Eine Gitarre und eine Ukulele am kleinen Lagerfeuer. Und die Prärie, sie zeigt uns ihre Seele. Cowboy-Abenteuer, ein voller Mond und silbernhelle Sterne. Ein Schaf blökt aus der Ferne in der Lüneburger Heide. Zwei Ponys und wir beide. Mein Handy, unser bester Freund. Ruf an, wir sitzen hier auf Kohlen. Unsere Frauen, sie sollen uns holen. Eine Gitarre und eine Ukulele am kleinen Lagerfeuer. Und die Prärie, sie zeigt uns ihre Seele. Cowboy-Abenteuer, ein voller Mond und silbernhelle Sterne. Ein Schaf blökt aus der Ferne in der Lüneburger Heide. Zwei Ponys und wir beide in der Lüneburger Heide. Zwei Ponys und wir beide. Eine Gitarre und eine Ukulele, der neueste Titel von diesem Album hier, Drugstop. Es nennt sich Cowboy Alarm und ist übrigens inzwischen das 28. Es wird wohl bald das Best-of folgen und dann gibt es ein 30-jähriges Jubiläum. Vielen Dank den Jungs, dass Sie dabei gewesen sind. Übrigens, wenn Sie die im Internet erreichen wollen, schreiben Sie Drugstop einfach mit einem Bindestrich dazwischen, also www.drug-stop.de. Und auf allen anderen Internetseiten wie Goldstar-TV oder Radio-Goldstar oder Uwe Hübner, da finden Sie die Informationen, die Sie brauchen für meine Sendungen. Zum Beispiel, wer am nächsten Samstag hier bei Hübner zu Gast ist oder auch vielleicht am Sonntag schon, ab 20.15 Uhr im neuen Live-Plattenteller. Ich werde es dann merken, ob Sie nachgeguckt haben. Bis dahin, tschüss und gute Zeit.